Reisende hier in Kargalea oder so ähnlich. Hoffentlich steht ihr auf nichts. Davon haben wir hier nämlich jede Menge. Okay. So, Leutis, und da sind wir wieder bei Let's Play Dragon Quest 6 Wandler zwischen den Welten. Und wir haben hier aufgehört, nachdem wir den Skelett-Dingsbums gefunden haben oder was auch immer das war. Und der hat uns von einem silberhaarigen Kämpfer erzählt mit einem Schwert. Und dass er so stark ist und, ja, nee, euch brauche ich nicht kämpfen. Und den wollen wir jetzt natürlich suchen, denn das ist wahrscheinlich der, der auch hinter der Belohnung her ist. Oh, hier sieht es aber hübsch aus. Wir gehen erstmal dahin. Oh, eine Truhe. Hier sind aber ganz schön viele Truhen. Ist leer, der ist vor mir. Ich muss mich beeilen. Hier, fliehen. Warum ist er vor mir? Das kann ja wohl gar nicht möglich sein. Ich war doch voll schnell hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall vor dem das hinbekommen. Ja, natürlich. Noch mehr gehen auch nicht. Aber wir sind ja eh overleveled, von daher lassen wir das mal. Und gehen hier erstmal irgendwie lang. Da zum Beispiel. Da ist dann mehrere Eier. Was bedeutet das? Schlägt mit all seiner Kraft auf das Ei ein. Das Ei bekommt Risse und springt auf. Ein Monster schlüpft aus dem Ei. Eine Satansschleiche. Okay. Giftiges. Oh, So, ist die stark oder nicht? Nee, okay. Anscheinend sind da. Kommen wir schon näher, denn wir sollen hier. Da ist was da. Wir sind zuerst dran. Geh weg von da. Geh da weg. Wir bekämpfen diese Schlampen. Anführerin. Hast du verstanden? Nein, bitte sei noch nicht tot. Nein. Das könnte mir ganz. Das könnte mich hier ganz schön ins Schwitzen bringen. Meine Eier. Meine schönen Eier zertrampelt, zersplittert. Oh. So, kämpf mit mir. Meine Eier, dafür will er dir bezahlen. Jetzt zertrample ich euch. Sie ist so kratzbürstig, was? Umso besser, geht mir aus dem Weg. Auf geht's. So, wir kämpfen, ja. Nein, geh weg da. Schlampe. Schlampe, nein. Ich will kämpfen, hast du verstanden? Nein. Ey, aber das Kampfsystem sieht ziemlich cool aus. Warum haben wir das nicht für alle benutzt? Aber jetzt geh tot, Mensch, du blauer Typ da. Ich kämpfe gegen den Drachen. Genug jetzt, genau. Nein, nein, bitte, bitte. Nein. Aber ich kann immer noch den Kadaver tragen, ne? Ich. Mein Körper. Mein Körper, In meinen Sack, bitte, geh in meinen. Nein. So, das wäre erledigt, von wegen ins Schweiß ausbrechen. Tja, es gibt wohl keinen Grund, noch länger hier zu bleiben. Ich mache mich auf den Rückweg zur Burg. Nein, du kämpfst gegen uns, du Schlampe. Ich bin ganz umsonst hingekommen. Das war eine beeindruckende Demonstration der Schwertkunst. Der alte Amos ist neidisch. Dieser Kerl hat nicht einen Fehler gemacht. Er ist weg. Ist wirklich ruhig, Ei. Es gibt nicht den geringsten Hinweis auf Monster in der Nähe. Ha-ha-tschi! Gut, dann teleportieren wir uns jetzt hier weg. So, wir würden gerne nach... Hardware war das, ne? Oder? Ja, Hardware. Diddlem. War klar, wir müssen laufen. War mir sowas von bewusst. Gut, dann laufen wir. Hier war der Ausgang, ne? Ja. So, ich hoffe, die Schlampe kommt nochmal in Bedrängnis hier irgendwo mit irgendeinem Monster. Und dann kann ich ihr den Sarg abluchsen und dann kriege ich das alles. Ich will nämlich diese scheiß Klinge haben, warum kriege ich die nicht? Das ist sowas von total unfair. Ich war ja viel schneller, ey. So schnell konntet ihr gar nicht auf dem Weg dahin sein. Wie unfair, ich wollte die Sonnenblitzklinge und nicht dieses Arschkind, ey. Ach, ich hätte auch da lang gehen können, ne? Gott, ist das hier verwirrend, aber hier war der Ausgang, ne? Nein, aber es kommen gar keine Kämpfe mehr. Seltsam. Wahrscheinlich hat dieses komische Ding da schon alle getötet jetzt. Ein Monster wie dieses so ganz allein zu besiegen. Ja, ich weiß, wir sind die Verlierer. Ja, okay. Weg mit deinem Mitleid. Ja, wir haben unser Bestes gegeben. Ja, schnell mit deinem Mitleid. Geh weg mit deinem Mitleid. Ja. Mann. Na, wenigstens hat er mir den Sarg abgenommen. Oh, wie gemein. Ich könnte mich da am besten reinlegen. Oh, aber das war bestimmt so spielprogrammiert, ne? Ich konnte dafür gar nichts, hoffe ich. Weil ich war schnell genug hier. Hier, 15 Minuten habe ich nur gebraucht. Oder wie lang ging der letzte Part? Ich weiß es gar nicht.
Aber wir finden nicht viel, viel länger. So, dann gehen wir mal wieder zu dem König. Vielleicht kriegen wir ja trotzdem eine Belohnung. Ich meine, schließlich haben wir wenigstens zugesehen. Das ist schließlich auch was. Und wir haben ein Ei von diesem Ding zerstört. Wir hätten lieber alle zerstören sollen, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. Da ist die Schlampe. Ihr kommt zu spät. Der König hat mir Hardwares kostbare Sonnenblitzklinge schon gegeben. Hey, viel Glück beim nächsten Mal. Ihr kämpft gegen mich. Ja, gut, wir reden trotzdem mit dem König. Eventuell hat er ja noch eine Ersatzklinge, wie die Mondblitzklinge oder sowas. Och, wie unfair. Ich konnte gar nichts machen. Ja, geht mir aus dem Weg. So. Dann gehen wir mal in den Thronsaal. Und lassen uns beschimpfen, dass wir es nicht geschafft haben. Ich denke, das wird unser letzter Besuch in Hardware für eine Weile. Ei? Ihr lagt anscheinend nur wenige Minuten zurück. Aber ihr lagt zurück. Und Vincent, Vincent heißt die Schlampe, brachte seinen Sarg als erster zu mir. Kommandant Brutus hat mir bestätigt, dass es sich bei dem Monster um dasselbe handelte, das die Wandererpassage terrorisiert hat. Gemäß meinem Versprechen habe ich Vincent als Belohnung die Sonnenblitzklinge ausgehändigt. Dieses Schwert ist etwas ganz Besonderes. Vincent mag bisher stark gewesen sein, aber jetzt... Es tut mir ehrlich leid, ich weiß, ihr gebt euer Bestes, aber es hat eben diesmal nicht geklappt. Aber ihr seht aus, als wärt ihr hart im Nehmen. Wenn ihr wirklich so stark seid, braucht ihr kein besonderes Schwert. Sobald ihr euch erst einmal solch mächtiger Waffe bedient, verlasst ihr euch zu sehr auf sie und werdet nachlässig. Darum habe ich meinen Soldaten nicht erlaubt, die Sonnenblitzklinge zu benutzen. Keiner meiner Soldaten sollte von einer Waffe abhängig sein. Ganz genau, ey, die Schlampe, ey, wir sind voll abhängig von dem Schwert, ey. Der Typ, ey, der hat jetzt eh keine Chance mehr. Von daher können wir uns glücklich schätzen, dass wir verloren haben, ganz genau. Wusste ich doch von Anfang an schon. Gut, das war's dann hier, oder wie? Und wo muss ich jetzt hin? Leute, ich rede mal einfach mit den Leuten hier. Sagt mir was. Amos, Schnitz, Adriel hier. Warum redet Adriel nicht mit mir? Ah, doch jetzt, aber er sagt auch nichts. Das Monster werden wir wohl nicht wieder zu Gesicht bekommen. Sie scheint eine furchteinflößendes Biest gewesen zu sein. Ich nehme an, sie war sowas wie eine Reliquie aus Mordas Reich. Gut, aber ich denke mal, da muss ich ja bestimmt zu der Wandererpassage, die blockiert wurde. Ich weiß bloß noch nicht genau, wo sie ist. Ja. Weshalb wir einfach mal mit den Leuten hier reden. Dieser Kerl hat Monsterbuletten aus diesen Biestern gemacht und das ganz allein. Was ein Teufelskerl. Die Wanderpassage wurde endlich wieder geöffnet, aber mein Partner hängt immer noch irgendwo herum und macht was weiß ich was. Na, ich denke mal, es geht in Ordnung, solange er Waren verkauft. Ja. Wo ist die Wandererpassage? Wie ich gehört habe, hat dieser junge Schwertkämpfer Vincent die Monster... Ey, ich wollte noch mit dir reden, aber egal. Der wollte anscheinend nicht mehr. Gut, wo ist die Wandererpassage? Wir werden sie finden, Die muss ja dann eigentlich auch hier irgendwo oben sein, ne? Ja, eigentlich müsste man ja auf die andere Seite rauskommen. Das muss ja die Wandererpassage dann sein. Also muss man da ja irgendwie langkommen. Von daher gehen wir nochmal in die Höhle hier rein. Und dann müssen wir einen anderen Weg finden in die Wandererpassage. Ich will nämlich da in die Höhle, auf die andere Seite. Von daher reden wir mal. Ein Glück, hier wären wir fertig. Die Passage ist so gut wie neu. Haben wir mal unsere Pause mehr als verdient. Glück, Glück, Glück. Köstlich. Ich kann nicht röpfen. Sorry. Ja, ich kann auch nicht auf Befehl röpsen, ich kann auch sonst nicht röpsen. Und jetzt geht's hier weiter, sehr schön. Gut, dann wissen wir ja schon mal, wo wir lang müssen. Mann Gott, hab ich einen Sprechfehler momentan. Ich bin aus dem Norden. Jetzt, wo die Passage wieder offen ist, kann ich ungehindert nach Hardware reisen und die Bestellung für meine Kundschaft erledigen. Der Göttchen sei Dank, obwohl ich denke, es ist dieser Schwertkämpfer Vincent, dem unser Dank gebührt. Ja, halt deine Fresse, du dummes Kind, ey. Ich war ja wohl viel cooler. Ich habe blaue Haare, ja? Der hat nur komische Silberne, ja? Das hat jeder, wenn er alt wird. Ich habe blaue Haare. Das kriegt man nicht, wenn man alt ist. Der kriegt bestimmt auch Falten, wenn er schon silberne Haare bekommt, hat er bestimmt auch mega die Falten. Und die kriege ich mit meinem blauen Haar natürlich nicht. Und ich höre auf, Unsinn zu erzählen. Und die Mördermade hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Von der bekämpfen wir mal die beiden Monster hier. Den Wummer hatten wir zwar schon mal. Obwohl, der heißt jetzt Wammer. Das ist anscheinend doch eine andere Gegnergruppe jetzt. So, und da stand auch irgendwo ein Häuschen. Da, zwei Häuschen, drei Häuschen. Da gehen wir mal hinein. Die Musik finde ich komisch. Hallo. Ich habe gehört, die Wandererpassage unten im Süden ist wieder geöffnet. Wer hätte das gedacht?
Das heißt, ich kann meine Geschäfte in Hardware wieder aufnehmen. Das kommt mir sehr gelegen. Okay, wir gucken mal, was wir so finden. Okay, ein Halbkraut, sehr schön. Sollten wir hier mal schlafen? Vielleicht passiert hier was. Hallo, und ja, es ist passiert nämlich, dass mein Bildschirm schon angeht. Eine Übernachtung kostet 60 Münzen, ja, du dumme, geizige Frau. Und mir fällt nichts ein. So, okay, es ist doch nichts passiert. Ich habe also eigentlich nur mein Geld verschwendet. Dann gehen wir da auch gleich mal wieder heraus. Ist das wirklich alles oder gibt es für jedes Haus was anderes? Oh, echt? Oh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo? Ich bin so müde. Ja, aber ich darf nicht einnicken. Nein, ist einfach zu gruselig. Es geht da so ein Gericht um. Sicher stimmt's nicht, aber es heißt, es gäbe da so eine Krankheit, die die Leute im Schlaf umbringt. Man schläft ein und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, aber dann krampft sich plötzlich alles zusammen. Man erleidet wahnsinnige Schmerzen und pfaff, beißt man ins Gras. So habe ich jedenfalls gehört. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal in das Hotel gehen und schlafen. Eventuell kratzen wir ja auch ab. Und wir haben eine Mini-Medaille erhalten. Sehr schön. Gut, dann lass mich da durch. Und wir gehen aber erstmal in das andere Haus, das da. Und reden nochmal. Vielleicht löst dich dann ja auch nochmal was aus. Hallo, du lila gekleideter Typ. Guten Tag, verehrte Reisende. Gestattet mir, das Wort an euch zu richten. An eurer Stelle würde ich meine Reise gen Westen suspendieren. Mir kam zu Ohren, dass die Menschen diesen Gefilden an recht seltsamen Halluzinationen leiden. Wie nach Westen soll ich, ne? Ja. Es geht sogar Gerüchte von einer Treppe um, die mitten aus dem Nichts erscheint. Diese armen, verwirrten Seelen. Ja. Okay, reden wir mal mit der Typ-Tusse da. Bei aller Liebe, wie oft soll ich es euch noch sagen? Ich beabsichtige nicht, irgendeine eurer schabigen Gegenstände zu kaufen. Ihr wisst, was ich will. Mehr Jungfrauenfleisch. Angeblich hilft es, den jungen Tor zu erhalten. Wenn ihr kein Meerjungfrauenfleisch habt, hört auf, mich zu belästigen. Ah, oh, verzeiht. Ich habe euch mit diesem nervtötenden, fahrenden Händler verwechselt. Ja, dumme Kuh, ey. Tut mich einfach hier anschnauzen, ey. Ein Goldring. Ich glaube, davon hatten wir aber schon einen. So. Gut, dann sollten wir entweder nach Westen und dort schlafen oder nochmal hier schlafen. Wir schlafen nochmal hier. Auf geht's. Ja. Eine Übernachtung und weh, ich sterbe jetzt und ich habe das letzte Mal gespeichert. Wann war das? Vor der Höhle. Wenn ich jetzt sterbe, seid ihr dran. Okay, ich bin noch am Leben. Sehr schön. Ich hatte schon fürchterliche Angst, dass ich jetzt tot bin. So, dann auf nach Westen. Da ist echt eine Treppe. Ach so. Ich bin wieder in der komischen anderen Welt. Gehen wir mal hier unten lang. Und wir fliehen. Okay, dann heißt, wir sind jetzt wieder in der Traumwelt oder in der richtigen Welt. Ich habe da eh keine Ahnung von. Also, ich finde das jetzt ziemlich verwirrend. So, die fetten Frauen da, die aussehen wie Boo, sind wieder da. Mit ihren beiden Monsterkeulen. So, ist hier noch was? Nein, sehr schön. Dann bin ich ja ganz umsonst nach unten gelaufen, um diese Schmucke zu sehen, die anfangen zu schlafen. Wie auch immer. Bam. Und pam, 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 pam. Und sind ganz schön schwach. Warum sind die so schwach? Okay, hier ist nix. Gut. Okay, dann gehen wir mal in dieses Höhlendings rein. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Oh, war ja sowas von klar, dass die Monster kommen. Wiedergänger, die töten wir natürlich noch. Und die sind unglaublich schwach hier. Seltsam. Bin ich hier echt richtig? Okay, da oben ist so ein Typ. Ich weiß nicht, ob ich da schlafen sollte. Oh. Ja, nee, den Schlammer besiegen wir jetzt nicht. Das ist ja ein normales Monster, ein schlammiges Monster, was eben schleimt. Mit Schlamm. Und ja, klar, gegen 5 Knochenkämpfer wollte ich schon immer mal kämpfen. Das ist mein größter Traum. Hallo. Willkommen in unserer Herberge, müde Reisende. Eine Nacht kostet 180. Ja, natürlich, meinetwegen. Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Nee. Guten Morgen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen.
Ja, also ich dachte, ich sterbe vor Krämpfe, aber bin ich ja doch nicht. Wie kann der hier eine Herberge aufmachen, mitten zwischen all den Monstern? Also ich glaube nicht, dass der viele Kunden bekommt. Vor allem, weil die meisten ja auch vorher sterben. Ah ne, man bezahlt ja vorher, ne? So, stimmt. Na gut, sonst könnte er ja einfach das Portemonnaie von denen ausrauben, wenn die dann tot sind. Oh, und eine traurige Musik und wir sind in einer neuen Stadt. Eine Wüstenstadt oder so? Ist das die mit den Halluzinationen? Reisende, hier in Kargalea oder so ähnlich. Hoffentlich steht ihr auf nichts. Davon haben wir hier nämlich jede Menge. Okay. Ich stehe immer auf nichts. Hey, ihr Großstadttypen, habt ihr irgendwo in der Nähe den westlichen Kaps eine kleine Insel rumschwimmen sehen? Was? Götter nur eins, dann sollte ich besser los. Ich wollte ihn ja jetzt nicht anlügen, aber... Okay. Ist das die Stadt mit den Halluzinationen? Das heißt, Morda wäre besiegt worden. Kann mich kaum halten vor Freude. Frieden bedeutet gar nichts, wenn dein Brunnen ausgetrocknet ist. Ich gehe gegen den Kaktus. Aua, aua, aua. Rüps, schätze, da ist jetzt ein Platz für einen weiteren Drink, oder wie war das? Ja, gut mitgedacht. Wenn ich trinke, muss ich nicht drüber nachdenken. Über was? Keine Ahnung, okay. Wir gehen hier mal hin. Boah, ich habe jetzt irgendwie immer die Lust, überall zu schlafen, um zu gucken, ob ich sterbe. Schwimmende Insel des Lächelns zu fahren. Verfluchte Insel, okay. Jeden Abend bis Mitternacht feiern und jeden Tag bis Mittag schlafen. Okay, wir schlafen hier erstmal. Zum dritten Mal, ich weiß, wir haben keinen einzigen Schaden genommen, aber ist ja egal. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal sterbe. Na? Bin ich tot? Nein, okay, schade. Gut, dann suche ich jetzt erstmal den komischen... Was ist das? Komisch, die Treppe finde ich irgendwie seltsam gelegt. Ach so, super. Dann suchen wir hier erstmal was zum Speichern, denn das war's für diesen Part. Denke ich mal. Ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal sterbe. Also, sobald ich ins Hotel gehe und ich denke mal, das soll ein Kreuz darstellen, obwohl es gar kein Kreuz ist, sondern eher aussieht wie ein Kaktus. Aber egal. Alle Kinder des Göttes und so weiter und so fort. Göttin meine ich natürlich. Ich bin hier ja nicht Blasphemie hier. Wir haben ja keinen Gott, sondern wir haben eine Göttin. So, okay, sehr schön. Yes, tu das. Nein, ich werde die DS-Karte nicht aus meinem DS entfernen. Höchstens die Festplatte aus meinem PC. Sehr schön, ja, wollen wir. Und für diesen Part sage ich erstmal tschau und bye, bye, bye. Wo ist die Taste?